Und jetzt grüße ich auch meine Zuschauer, die später auf YouTube zuschauen. Ne? Der Nightbot hat es gerade gesagt. Ich streame jetzt wieder für Akalaita und Zenith. Ich habe jetzt nicht so viel gekocht seit dem letzten Mal, aber ich habe es zumindest ein bisschen gemacht, damit die Tutorials dazu ein bisschen leichter sind. Beziehungsweise ich weniger machen muss. Hallo! Hast du Quests für mich? Ich kann die Orangen-Quest machen. Und die Quest hier. Okay, was willst du da von mir? Okay, ich soll 3 Cookies machen. Und ich soll noch ein paar Orangen hier sammeln. Ja, die Orangen lassen sich leicht sammeln. Ich gehe mal irgendwo hin, wo ich keine Spackos gleich vor mir habe. Ich hoffe, ich brauche nicht gerade noch mehr mal Zucker. Okay, Keksquest erledigt. Ich putze gerade nur noch mal die Brille nach. Okay, und in der Richtung ist mein Teil. Ich sollte mir eventuell eben kurz noch mal Zucker und Mehl kaufen, weil davon hatte ich gerade echt wenig. Ich guck mal, wie viel ich mir kaufen kann. Ja, mehr geht nicht. So. Erledigt. Hast du sonst noch eine Quest? Nö, nur noch hier die 2 Orangen sammeln. Warte. Dafür haben wir doch die Schnellreise. Eine Sache, die ich auch mal machen könnte. Mir eine Gilde gründen. Ich habe ja schon so einen schönen Shiny-Namen. Jetzt nimm's doch. Der nimmt nix. Ach, dann mache ich das irgendwann später. Und mal gucken, darf ich jetzt meine Gilde hier errichten? Nö, das geht irgendwie nicht. Schade. Öffne dich. Gib mir, was in dir drin ist. Ich darf es nicht nehmen. Welchen grünen Button? Warum zeigt er mir jetzt hier ständig irgendwas an? Ach so, ich kann mir hier aus der Ebene irgendwas herstellen. Ja, Galane-Stil kann ich mir herstellen oder so eine Galane-Ausrüstung. Warum haben die Teile hier gerade so extreme Probleme? Ich bewege die Hand nicht, ne? Warte mal. So, ich habe mich mal ein bisschen weiter runter gesetzt. Vielleicht jetzt. Ich sollte mir auf jeden Fall diese Rüstung machen. Ich bewege die Hand nicht. Was ist los? Eventuell sitze ich einfach nur nicht in der richtigen Richtung. Ach, egal. So. 2 Orangen müssen wir sammeln. Die sollten wir hier auf den Bäumen finden. Auf dem Baum waren eine Orangen drauf. Daran erinnere ich mich. Ja, da ist doch eine saftige Orange. Und da auch. Ich komm dran. So. Ich hab's. Okay, bin unten. Wirklich, nahe ich an mich selbst. Vor dem nächsten VR-Stream hole ich mir wieder einen Stuhl hier hin, der sich nicht die ganze Zeit bewegt. Das ist bei VR echt nervig. Hui, ich fliege.
Das ist immer noch cool. So. Und dann kann ich die Quest... Nein, ich wollte sie abschließen. Ich habe aus Versehen auf Close gedrückt. Ey. Das heute ist ja cursed wie sonst was. Jetzt geh in die Richtung, in die ich auch zeige. Mein Gott. Was ist denn hier los? Ich könnte eventuell mal gucken, ob eins der Kabel nicht richtig drin ist. Aber das würde trotzdem nicht erklären, warum die Kamera gerade so Probleme hat, den Controllern richtig zu folgen. Hast du eigentlich eine neue Quest für mich? Oder waren das jetzt wirklich alle? Ja, sind alle. Okay, dann kann ich ihn jetzt komplett ignorieren. Spiel, bitte hör auf, eigenmächtig zu handeln. Ich würde gerade mal tatsächlich einmal kurz zurückgehen und die Controller einfach nochmal neu anmelden. Gebt mir eine Sekunde. Ich habe mal eben kurz die Controller nochmal neu angemeldet, weil mit dem war irgendwas falsch. Und das hat mich gerade genervt. Achso. Kurzer Tipp. Emojis sehe ich nicht als Emoji, sondern als das, was sie geschrieben sind. Aber hallo, Yannick. Warte mal, was ist denn überhaupt gerade meine Hauptquest? Cursed Village. Okay, ich muss irgendwelche Kristalle zerstören. Kann ich jetzt hier ein Gilde eingeben? Nee, das ist immer noch verbuggt. Och, mir geht's ganz gut. Aber ich hätte da echt eine gute Geschichte, die mir gerade eben passiert ist, ne? Ich wollte gerade eben nur einmal kurz mit meinen Hunden spazieren gehen. Ich wohne ja jetzt momentan in so einer Stadtgegend. Und da laufen mir einfach zwei Dachse über den Weg. Ich und mein Hund gucken nur verwirrt diese Dachse an. Die beiden stehen hintereinander. Und ich bin nur noch am Rückwärtslaufen. Die kommen auch so ganz bedrohlich mir dann hinterher. Da bin ich ganz schnell wieder drin gewesen. Ansonsten geht's mir halt wirklich gut. Nur ein bisschen erschreckt von gerade eben halt. Das Emoji, das sehe ich zum Beispiel, was du gerade geschickt hast. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, allein diese Twitch-Emojis kann ich irgendwie nicht sehen. Aber das gerade, das konnte ich tatsächlich sehen. So. Find a star to resting on a root. Wahrscheinlich da hinten der Lichtstrahl. Cursed Village ist das, was ich eigentlich machen soll. Warte mal, ich mach mal die anderen Quests neben kurz weg, damit wir uns auf die Hauptquest konzentrieren können. In die Richtung soll ich. Hui! Ach, ich liebe das Fliegen! Ach, ist das schön! Kann man sich in Ruhe die Landschaft von oben angucken? Was willst du denn? Nein! Böse! Aus! Böse! Mittlerweile nied ich die echt gut weg. Und davon habe ich auch irre viel. By the way, ich könnte mich mit den Leuten hier unterhalten, aber ich weiß nicht, ob ihr die hört. Weil, als ich das über den PC gestreamt habe, ich konnte die hören, aber komischerweise ihr nicht. Das habe ich im Nachhinein geprüft. Immer in die Richtung. Ich laufe gerade komplett falsch. Oh, Shining, hör doch immer auf, überall hinzuklettern. In die Richtung muss ich, ne? Warum steht da oben ein Haus? Egal. Hui. Schaffe ich mich da festhalten? Ja. Kann ich nämlich direkt gleich weiterfliegen. Oh, Orangen. Ich habe Hunger.
Nein, ich hab die Orangen verfehlt. Hab sie! Das war's wert! Selbst wenn ich jetzt runterknall! Au! Ich will hier nur unten vorbei, okay? Können wir uns darauf einigen? Offenbar können wir uns darauf einigen. Was ist denn da am Boden? Ist das auch Basilikum? Das ist Basilikum. Warum der jetzt den Angriff gemacht hat, keine Ahnung. Aus! Das nehme ich. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich sollte mir die Karte aufbehalten. Nein, was mache ich da? Meine Nudeln. Die habe ich doch so fleißig gekocht, oder werfe ich die weg? Hä? Ach so, da will einer kämpfen. Sag das doch gleich. Aus. Ah, lecker. Lecker Materialien. Soweit ich das gelernt habe, können nur in solchen Bäumen Orangen drin sein. Ich müsste mich einfach mal testweise mit einem unterhalten und prüfen, ob ihr die hören könnt. Das nehme ich, ne? Oh, neuer Sektor. Wo will ich hin? Warum laufe ich eigentlich in die Richtung? Ach, weil da eine Kiste sein könnte. Deswegen laufe ich dahin. Ja, na gut, für eine Kiste. Geht man immer dahin. Aus. Du hast eh keine Chance gegen mich. Sag ich doch. Für die, die das hier gerade neu zuschauen, ich mache erst den fetten Schaden, wenn die so glühen. Die machen sonst nicht so viel Damage, die Klingen. Wo ist denn hier die Kiste, laut der Karte? Ach, da oben irgendwo. Genau hier soll Kiste sein. Hallo. Darf ich das haben? Danke. Sogar ohne, dass wir uns streiten. Warum nicht immer so? Ich nehme das einfach und ich gehe meiner Wege. Dann brauchen wir uns beide nicht kloppen. Ach, ist das schön. Man konnte es friedlich klären. So, in das Gebiet, da muss ich. Das Schwierigste im ganzen Spiel. Abwerfen. Aus. Easy. Und wieder einen Sektor geschafft. Ich muss mir das in Not im Nachhinein anhören, falls mir keiner von euch Rückmeldung gibt. Oh, noch eine Mira. Dich treffe ich aber häufig. Nee, Mika, Entschuldigung. Und dann hast du nicht meine Quest für mich. Schämst du dich denn gar nicht? Und so schnell ist man oben. Okay, in welche Richtung muss ich? In die. Ich würde irgendwann gerne mal auf eine dieser Inseln da. Das wäre bestimmt auch cool. Auch wenn ich mir mega in die Hosen scheißen würde wegen der Höhe. Ich bin bereit für den Luftangriff. Oh, der kann blocken. Der ist schlau. Das ist aber nicht fair, dass du denken kannst.
Ich habe keine Ausdauer, ich kann nicht mehr blocken. Kann ich auch einfach von hinten schlagen? Ja, gar nicht. Oh, zwei von denen. Nein! Bin tot. Da muss ich wohl erstmal wieder beten. Bin tot. Einfach so. Ja, ich bin ready. Keine Sorge, Spiel. Ach, das Ziplining hätte ich auch nutzen können, ne? Komm. Wir alle wollen das Ziplining. Was hätte ich denn jetzt hier eben machen können? Dass er hier irgendwas wollte. Ach, egal. Oh, hier sind Kisten. Und da ist wieder einer dieser komischen Kristalle. Nein, warum werde ich weggedrückt? Ich hab ihn. Irgendwann wird mir erklärt, wofür die gut sind. Was sind denn das für komische Kügelchen? Kletter, 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 kletter macht Spaß. Ja, 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 ja. Ich hab's geschafft, ich hab's geworfen. Oh. Nein. Man kann maximal nur zwei Dinge aus den Kisten greifen, ist das Problem. So, und da im Wasser ist noch eine. Oh Gott, ich werde ertrinken. Ja. Mit Wasser im Mund kann man nicht so gut reden. Ach so, diese Kristalle soll ich kaputt machen, ne? Okay, auf den Kristall. Das ist wichtiger als alles andere. Wie kriege ich den Kristall denn ordentlich kaputt? Jetzt geh kaputt! Ich glaube, ich brauche einen Hammer. Ach, der ist kaputt, oder wie? Und ich klopfe da weiter wie ein Bekloppter drauf ein. So, hier bin ich letztes Mal nicht reingegangen. Weil hier auch so Banditen waren. Der war schnell tot. Wer weiß, vielleicht sind da drin ja diese Kristalle. Könnte doch sein. Mal gucken. Oh. Sehe gerade wieder, ich stehe doof. So, ab in die Höhle. Zeit für ein Höhlenabenteuer. Nee, da steht ja sogar extra Village. Ist übrigens schön, dass ihr mich alle vorbeilasst. Ich will mir trotzdem mal die Höhle hier angucken. Es kann natürlich auch sein, dass das diese Gruppenquest ist. Dann werde ich hier definitiv nicht lebend rauskommen. Kann ich das eigentlich auch in die Wand werfen? Komm in den Kreis. Ich wollte es eigentlich in den Boden werfen. Weil das gut Schaden macht.
glaube echt nicht, dass ich hier sein sollte. Aber in dem einen Village, da überlebe ich nicht. Hallo? Oh, wieder so ein Gunner. Beide tot. Auch gut. Was liegt denn da Schönes? Oh, ein paar Speere. Hallo. Darf ich hier durch? Ist das erlaubt oder ist das illegal? Mit dem Werfen ist es auch ein bisschen schwer, ne? Ich sollte einen Keks essen. Bin tot. Und der walkt einfach durch meine Leiche. Okay, die Ebene überlebe ich nicht. Ich muss mich echt in dem anderen Village da nach diesen Kristallen irgendwie umschauen. Oh, hier sind diese Kristalle. Ich habe gerade gelernt, es bringt mir nichts, zwei Schwerter zu werfen, weil bei dem zweiten passiert nichts. Aber eine der Kristalle war trotzdem bei dem anderen Ort da. Ist der kaputt? Anscheinend. Okay, wenn du ein Knackgeräusch da hast, dann sind sie kaputt. Komm mal bitte in den Kreis. Und tschüss. Ich habe aus Versehen einen Berserker gegriffen. Das kann böse für mich enden. Sag ich doch, das kann böse für mich enden. Da ist eine Kiste. Nur für mich. Ich wollte gerade sagen, irgendwas wollte mich doch gerade verprügeln. Was kann ich denn hier? Irgendeine Nebenquest. Kiste. Nimmt man immer mit. Danke und danke. Das Horn, das kriege ich auch so von den Viechern. Das brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Mir gefällt die Situation gerade überhaupt nicht. Na gut, euch kriege ich wenigstens easy down. Nein, aus böse. Du interessierst mich eigentlich nicht. Ich will nur den Kristall kaputt machen. Irgendwer verprügelt mich von hinten. Oh! Ich habe die Gauntlets bekommen. Einen Moment. Die muss ich ausrüsten. Die sind nämlich viel stärker als meine jetzigen, meine ich. Ja, da geht auch mein Angriff ein bisschen hoch.
Warte, ich habe doch jetzt die richtigen ausgerüstet, oder? Ja. Ja, das habe ich. Okay, der wäre auch kaputt. Nur noch drei. Aus. Das ist nicht nett, was du hier machst. Ich sagte doch, das ist nicht nett. Aus. Das nehme ich mit. Und dann wieder auf die Schlacht konzentrieren. Wo sind die alle hin? Egal. Okay. Die Quest wäre abgeschlossen. Da oben ist aber sicherlich auch noch was, deswegen kletter ich da auch noch mal eben hin. Hopp. Jetzt spring doch! So, was finden wir hier oben? Zwei Kisten! Das nehme ich gerne mit. Macht das eigentlich diesen Angriff einfach stärker, wenn ich das einsammle? Oder wofür ist das? Ach, man sammelt verschiedene davon ein. Kann man sich einen besseren ausrüsten. Das will ich und das Dust. Da will ich rein. Zeig mir deinen Inhalt, Kiste. Oh, sind nur zwei Sachen. Okay. Und hier ist nur ein umgeworfener Tisch. Aber ich glaube, ich muss echt mal ein bisschen offscreen leveln. Und ich war in einem Bereich, wo ich noch gar nicht hin sollte. Da waren aber auch diese Kristalle. Let's get down to business. So. Till next time, agents. Ready to work? Okay, Homecoming ist die nächste. Da kriege ich so Stahlschuhe. Get it done, agent. Exhalt defeated. Ah, jetzt müsste ich in diese Mine. Jetzt ist die Mine meine nächste Quest. Ich muss Exiles umbringen. Warum habt ihr eigentlich Silphids-Zeug bei euch? Ich wollte gerade sagen, schmeiß doch! Okay, diese Gunner muss ich umbringen. Ja, hier ist doch noch einer, ne? Bring ich ihn direkt um. Der war schnell tot. Oh, ich sehe gerade was. Nein, ich will da dran. Bitte. Bitte spiel. Ich muss den doch einsammeln. Der war doch gerade noch hier. Der Kristall. Das ist aber nicht nett. Mich so zu pranken. Irgendwer hatte Krämpfe. Okay, hier drin.
Ich sollte mich mit Zeug bewaffnen. Jemand greift mich an, während ich im Inventar bin. Das ist nicht nett. Also wirklich, ich war gerade im Inventar. Mich einfach währenddessen anzugreifen. Unerhört. Wie kann man nur? Ihr seid keine Exiles. Solange ich kann, vermeide ich hier den Kampf mit euch. Ich muss nämlich noch 10 von diesen Gunnern umbringen. Und noch einen Boss. Ich glaube im Übrigen, dass ich das Spiel ein bisschen lauter stellen kann, nachdem ich den Enforcer umgebracht habe. So, jetzt kann ich lauter stellen. Weil ich denke mal, wenn das bei mir so leise ist, ist es bei euch auch so leise. Außer mein Kopfhörer rutscht gerade wieder raus. Dann ist es bei mir generell leiser. So, jetzt bist du da hinten dran. Ist in den Vasen hier eigentlich was drin? Nö. Der war schnell tot. So, die Gunner sind's, die mich interessieren. Könntest du bitte nicht in mir drin stehen? Das wäre sehr nett. Okay, einer down. Der ignoriert mich. Perfekt. Ach, jetzt. Danke. Hier sind echt viele Gegner. Ich weiß gar nicht, wo ich lang will. Bleib in den Kreis. Da kriegst du nämlich mehr Schaden. Danke fürs Sterben. Da ist ein neuer Sektor. Mal gucken. Ich würde sagen, das ist die falsche Richtung. Oh nein, ich will in keinem Event sein. Da tauchen dann richtig viele von denen auf. Und ich muss noch den Boss finden. 7 von den Gunnern brauche ich noch. Könntest du nicht die ganze Zeit weghüpfen? Danke. Ich komme da an keinen Kampf vorbei. Tschüss. Du siehst stärker aus als der Rest. Ich gönn mir mal.
Ja, das ist dieser Esriel. Ich passe gerade mega auf diese Special-Attacken. Komm, nur noch ein bisschen, dann habe ich ihn. Ich habe Esriel besiegt. Jetzt fehlen nur noch 5 Gunner. So, wenn noch einer von denen hier auftauchen könnte, wäre das wunderbar. Danke. Ich muss nicht noch mal in die Mine. Ich habe übrigens das Gefühl, diese Kisten, die respawnen, weil an dem einen oder anderen Punkt, wo ich eine gefunden habe, war letztes Mal schon eine. Also es kann echt sein, dass die respawnen, die Kisten. So, ich habe es geschafft. Ich habe die Mine geschafft. Sounds good. Oh, nö, es fehlt immer noch ein Exalt. Was für eine Rotze. Ich will ganz schnell auf den Boden. Bevor ich Fallschaden kassiere. Stand wieder doof, offenbar. Exalt, Exalt. Da ist einer. Ach, du interessierst mich nicht. Kannst meinetwegen gerne mit dem hier sterben. Jetzt darf ich zurück. Ich müsste mal gucken, wenn die Theorie stimmt, dann müsste dort hinten eigentlich auch noch mal eine Kiste liegen. Immer bedenken, Leute, das Spiel ist in der Alpha. Bevor sich hier irgendeiner über Grafiken oder irgendwas beschwert. Bei vielen VR-Spielen ist das hier trotzdem echt gut gemacht. Also es hat lange gedauert nach Walking Dead Saints and Sinners, bis ich ein gutes VR-Spiel gefunden habe. Und Saints and Sinners ist wirklich das beste VR-Spiel, was ich bisher gespielt habe. Death Dance, strike at your opponent's chakras. Chakras ist was? Ready to work? Sounds good. The Valley of Death. You're the right agent for the job. In the Galleon Valley. Das ist wahrscheinlich diese eine Ebene, wo ich gerade eben einmal war. Over here, agent. Ja, ich weiß, dass du irgendwas von mir möchtest. So, ich habe bessere Schuhe. Hey, viel bessere. So. Kann ich mir was herstellen? Nope. Ach, das mache ich nächstes Mal. Ich möchte jetzt einfach nur die Theorie überprüfen, ob die Kisten respawnen nach Zeit. Deswegen einmal kurz hier hoch. Nicht an Höhenangst sterben und darüber fliegen. Weil da drüben war auf jeden Fall eine Kiste. Beim letzten Mal. Ist da jetzt wieder eine Kiste? Anscheinend ja. Die Kisten respawnen auch mal nach jedem Tag. Wenn ich jetzt nochmal so einen Spark kriege, dann kann ich mir zumindest eine Sache herstellen.
Schade, leider nicht. Hätte ja sein können, ne? Na gut, Leute. Ich stelle mich jetzt hier hin. Der guckt mich an. Jetzt nicht mehr. Ich verabschiede mich hier dann mal. Ich hoffe, dass jeder Spaß hatte. Ich hatte es auf jeden Fall. Wenn ja, könnt ihr ja ein Follow auf Twitch da lassen, sowohl beim Akadai Town Channel als bei meinem. Auf YouTube ein Abo und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!